Der Relief Insert Walker 2.0 ist ein Produkt mit vielen Anwendungsmöglichkeiten. Er kann angewendet werden als Lagerungsschiene, als Unterschenkel-Fußorthese bei Kombination mit dem Relief Dual Plus oder als Achilles-Walker bei Hinzunahme der Darko Achilles Wedges. Anwendungsmöglichkeit 1 – Lagerungsschiene Relief Insert 2.0. Der Relief Dual Plus wird hier nicht benötigt, stellen Sie ihn zur Seite. Öffnen Sie die Lagerungsschiene, indem Sie die Frontschiene zur Seite klappen. Platzieren Sie den Unterschenkel in der Lagerungsschiene. Achten Sie dabei darauf, dass der Fuß vollflächigen Kontakt zur Innensohle hat. Zum Schließen legen Sie die Frontschiene mittig auf das Schienbein und schließen Sie die drei Klettbänder mit Hilfe der Umlenkschlaufen. Optional können Sie den Vorfußgurt für zusätzlichen Halt anbringen. Für zusätzliche Stabilisierung des Sprunggelenks erhöhen Sie mit Hilfe der integrierten Pumpe das Volumen der Luftkammern. Um das Volumen zu verringern, lassen Sie Luft über das silberne Ventil ab. Die Lagerungsschiene Relief Insert 2.0 ist nun fertig angelegt. Anwendungsmöglichkeit 2 – als Unterschenkel-Fußorthese Relief Insert Walker 2.0. Öffnen Sie den Fußteilentlastungsschuh Relief Dual Plus und legen Sie ihn an die fertig angelegte Lagerungsschiene an. Die Innensohle sollte fest im Schuh positioniert sein. Schließen Sie danach den Fußteilentlastungsschuh mit den beiden Klettbändern. Das Darko-Logo des unteren Klettbandes sollte sich dabei an der Außenseite des Schuhs befinden. Für eine individuelle Anpassung können Sie nun das Volumen der Luftkammern erneut erhöhen oder reduzieren. Für eine besonders leichte Anlage können Sie den Relief Dual Plus komplett öffnen. So kann der Patient direkt in den Fußteilentlastungsschuh steigen. Schließen Sie zunächst die beiden Klettbänder an der Fersenkappe. Anschließend die beiden anderen Klettbänder des Fußteilentlastungsschuhs. Der Relief Insert Walker 2.0 ist nun fertig angelegt. Anwendungsmöglichkeit 3 – Anwendung als Unterschenkelfußorthese Relief Insert Walker 2.0 Achill. Ziehen Sie die Trägerfolie ab und fixieren Sie die Keile mithilfe der Klebepunkte aufeinander. Lösen Sie als letztes die Trägerfolie von den Klebepunkten des untersten Keils. Legen Sie die Keile in den Fersenbereich der Schiene auf die Innensohle. Mithilfe der Klebepunkte fixieren sich die Keile. Entnehmen Sie je nach Therapieverlauf Schritt für Schritt die Keile. Die DRW-Fersenkeile bestehen aus drei Keilen in verschiedenen Längen. Ein Keil hat eine Höhe von ca. 11 mm. Drei Keile entsprechen ca. 120 Grad Neigung. Durch die Anzahl der verwendeten Keile kann die Höhe angepasst und so der Spitzfußwinkel individuell eingestellt werden. Sobald die Keile positioniert sind, platzieren Sie den Unterschenkel in der Lagerungsschiene. Schließen Sie, wie bereits gezeigt, die Schiene und fahren Sie mit dem Anlegen des Fußteilentlastungsschuhs fort. Der Relief Insert Walker 2.0 Achill ist nun fertig angelegt. Die folgenden Features, die wir Ihnen nun näher zeigen, gelten für alle drei Anwendungen. Zum Austausch der Innensohle entnehmen Sie bitte die graue EVA-Innensohle und platzieren Sie eine andere kompatible Darko-Innensohle in der Lagerungsschiene. Die Weite des Walkers reguliert sich automatisch mittels des Reglers an der Rückseite der Schiene. Bei Bedarf kann der Regler auch komplett ausgehakt und dadurch die Weite zusätzlich erhöht werden. Die blauen Lining-Elemente sind abnehmbar und können bei 60 Grad in der Maschine gewaschen werden. Der graue Airliner kann nicht entfernt werden, sondern verbleibt stets in der Schiene.
Der Walker ist mit den meisten Darko-Innensohlen kompatibel und kann durch Zubehör wie zum Beispiel die Toe Cap ergänzt werden. Die Lagerungsschiene Relief Insert darf nur in Kombination mit dem Fußteilentlastungsschuh Relief Dual Plus zum Gehen verwendet werden. Ohne Schuh ist die Schiene nicht zum Gehen konzipiert. Beachten Sie bitte immer die Gebrauchsanweisung zum Produkt. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Händler oder direkt an Darko.